Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank, Herr Schobert, und seien Sie alle recht herzlich begrüßt. Ich freue mich, dass heute wieder so viele zu dieser Vorlesung gekommen sind. Bei so viel Dank vorab und Vorschusslorbeeren traut man sich ja kaum noch hier hoch. Ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht mit dem, was ich Ihnen zu präsentieren habe. Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, gestatten Sie mir eine persönliche Bemerkung. Ich bin Professor an der Universität Magdeburg und die Universität Magdeburg, die hat einen Namen, der heißt Otto von Guericke Universität. Ist also nach einem berühmten Mann benannt. Und was Sie hier auf meinem Revers sehen, das ist das Logo unserer Universität. Weil man das natürlich von da unten nicht sehen kann, habe ich Ihnen das mal, jetzt ist es vorbei, vergrößert. Das sieht so aus. Ja, das ist das Logo unserer Universität, das ist hier auf diesem Button und es zeigt Otto von Guericke. Und mit diesem Button habe ich mal folgendes Erlebnis gehabt. Ich war mit meinem Button am Revers zu einem Vortrag eingeladen im Süden der Republik, also ziemlich weit im Süden. Ich sage jetzt nicht wo genau, aber es war im Süden. Und ich habe diesen Vortrag gehalten und es war auch eine relativ große Zuschauerzahl da und dann war der Vortrag zu Ende und die Menschen gingen nach draußen, kamen auch an meinem Pult vorbei und dabei habe ich gehört, wie ein Mann den anderen anstieß und sagte, hey, guck mal, hey, die aus dem Osten, die tragen ihren Marx immer noch am Revers. Böse Bildungslücke, kann ich dann nur sagen, das ist nicht Karl Marx, selbstverständlich. Das ist Otto von Guericke, das ist einer der größten Universalgelehrten seiner Zeit gewesen. Es ist der erste experimentelle Physiker, der auf diesem Planeten überhaupt existiert hat. Es ist derjenige, der den Luftdruck entdeckt hat und mit seinem weltberühmten Magdeburger Halbkugelversuch nachgewiesen hat. Es war auch noch derjenige, der dann Bürgermeister von Magdeburg war, der Diplomat war, Philosoph war, mit anderen Worten wirklich ein hervorragendes, genialer Universalgelehrter seiner Zeit. Und er ist völlig zu Recht Namensgeber unserer Universität in Magdeburg. Wir können stolz darauf sein. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Otto von Guericke ist Magdeburger und Magdeburg identifiziert sich mit ihm. Aber wo hat Otto von Guericke studiert? An der Universität Magdeburg? Die gab es zu seiner Zeit überhaupt noch nicht. Die gibt es überhaupt erst seit 1993. Nein, er hat in Leipzig studiert, in Jena und, wenn auch nur kurz, aber immerhin, an der Universität Helmstedt. Das heißt, wenn jemand so eng mit dem Namen und der Person von Otto von Guericke verbunden ist wie ich und viele meiner Kollegen, die in Magdeburg lehren, dann ist die Tatsache, oder für mich jedenfalls, die Tatsache, dass man an dieser Universität, an der dieser Mann studiert hat, etwas ganz Besonderes. Für mich ist es heute etwas Besonderes, hier vorzutragen, in dieser Universität. Das wollte ich am Anfang loswerden. Und damit kommen wir jetzt zu dem Vortrag mit dem vielsagenden Titel Gier, Geld und Glück. Ich will Sie vorab schon mal ein bisschen vorwarnen. Mein Vortrag wird so ein bisschen dialektisch aufgebaut sein. Das heißt, es geht immer so ein bisschen zickzackmäßig. Also ich sage mal etwas und dann sage ich wieder das Gegenteil und dann sage ich wieder das Gegenteil und so weiter. Sie kennen die Dialektik. Ich kann Ihnen nur versichern, dieser Zickzackkurs führt schon einen bestimmten Weg lang und am Ende werden wir auch irgendwo hinkommen. Ja? Und dann wird es ein Ergebnis geben, das kann ich Ihnen versprechen. Ich will mal damit beginnen, den ersten Teil, ich habe überschrieben, Gier, Glück und ein Paradoxon, worauf das hinausläuft, werden Sie gleich sehen. Nun, der erste Teil, ich will Ihnen damit beginnen, dass ich Ihnen erst einmal ein Geständnis mache, ich bin Ökonom. Das ist normalerweise etwas, was man gestehen muss. Gut, als Ökonom hat man die Diskussion der letzten Jahre ein bisschen mit Verwunderung verfolgt. Ich meine damit die Diskussion, die sich darum gedreht hat, dass Gier im Grunde genommen für alles, was an dieser Welt so schlimm und schrecklich ist, verantwortlich gemacht worden ist. Die Banker sind zu gierig, die Aktionäre sind zu gierig, die Politiker sind zu gierig,
Die Fußballstars sind zu gierig. Alle sind zu gierig und irgendwie sind alle Übel dieser Erde mit dieser Gier in Verbindung gebracht worden. Menschen sind einfach zu gierig und wir gehen unsere eigene Gier zugrunde. Das ist so der Tenor dieser Diskussion gewesen. Und das haben Ökonomen mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Verwunderung zur Kenntnis genommen. Wir sprechen nie von Gier. Warum nicht? Weil wir ein Verhaltensmodell benutzen in der Ökonomie. Wenn ich wir sage, dann meine ich damit die globale Community der Ökonomen. Und dieses Verhaltensmodell beruht auf bestimmten Annahmen, die wir über das Verhalten von Menschen machen. Und die sind sehr einfach. Die sagen zum Beispiel, im Großen und Ganzen versuchen Menschen immer, sich rational zu verhalten. Ja? Versuchen möglichst keine Fehler zu machen, sagen wir es mal so. Und sie denken dabei vor allem an sich selbst. Ja? Und die ihrigen vielleicht noch. Aber vor allen Dingen an sich selbst. Und sie sind überwiegend an materiellen Dingen interessiert, also an Einkommen. Das ist so die ökonomische Grundüberzeugung, die äußert sich darin, dass wir von einem Homo economicus sprechen. Man kann das auch ein bisschen drastischer formulieren. Dieser Homo economicus, das ist einer, der ist, man könnte sagen, ein rationaler Eigennutzmaximierer, einer, der nur an sich denkt, ja, der keine Fehler macht und ausschließlich Geld im Kopf hat. Das ist so unser Menschenbild. Das heißt, das ist einer, wenn man es mal zusammenfassen will, den will kein Mensch als Nachbarn haben. Ja? Also wenn Sie mal jemanden beleidigen wollen, ohne dass der es gleich merkt, ja, dann müssen Sie ihm sagen, du bist ein echter Homo economicus. Der fühlt sich gebauchpinselt, ja? Aber es ist es ist eine Beleidigung. Ja? Denn Homo economicus sind wirklich keine netten Burschen. Überhaupt nicht. Aber wir Ökonomen, wir haben damit überhaupt kein Problem. Nicht das Geringste. Warum nicht? Weil wir daran glauben, dass wir den Homo economicus zähmen können. Ja, nicht nur das, wir können ihn in unsere Dienste stellen. Wie machen wir das? Nun, das hat uns schon Adam Smith, der Urvater der modernen Ökonomie im 18. Jahrhundert gelernt. Er war der Erste, der von der unsichtbaren Hand des Marktes sprach. Und diese unsichtbare Hand, die lenkt den Homo economicus. Wie macht sie das? Nun, wir leben in einem Marktsystem. Dieses Marktsystem ist durch Wettbewerb gekennzeichnet. Und Wettbewerb, der sich auf Märkten stattfindet, der führt dazu, dass man nur dann seinem Eigennutz frönen kann, wenn man etwas tut, was anderen nützlich ist. Adam Smith hat das so formuliert, dass er gesagt hat, der Bäcker backt nicht deswegen gutes Brot für uns, weil er unser Freund ist oder weil er uns lieb hat oder weil er so ein guter Mensch ist, sondern weil er unser Geld will. Und der Wettbewerb sorgt dafür, dass er das nur kriegt, wenn er wirklich gute Brötchen backt. So einfach ist das. Das heißt, der Wettbewerb transformiert dieses, ich mache hier ein Gecko andauernd kaputt, ne? Das ist für Sie, da merkt er schon. Das ist nur so. Dieser Wettbewerb transformiert dieses einfache, immer wieder nach Eigennutzstreben, nach Erfolgstreben in eine Bewegung, in eine Dynamik, die uns allen nützt. Weil wir können dem nur dienlich sein, wenn wir etwas für andere tun. Nur dann haben wir Erfolg. Und das sorgt dafür, dass diese marktwirtschaftlichen Systeme so unglaublich dynamisch sind und so unglaublich erfolgreich, denn das sind sie, fraglos. Sie sorgen dafür, dass wir Wachstum haben, Wohlstand, soziale Sicherheit, ein längeres Leben, eine höhere Gesundheit im Laufe der Zeit und vieles, vieles mehr, Bildung und so weiter und so weiter. Alle diese Dinge entstehen aus Wachstumskräften, die letztendlich der Dynamik des Eigennutzes entspringen. Und der Transformationsprozess, der dahinter steckt, das ist Wettbewerb, der zwingt diesen Eigennutz in die richtigen Bahnen. So denken Ökonomen. Was ist also schlecht an Eigennutzstreben? Das ist doch eine gute Sache, wenn wir alle so ein bisschen gierig sind, ja? Wenn wir so richtig scharf drauf sind, Einkommen zu erzielen, dann tun wir doch die richtigen Dinge. Also was ist dann verkehrt daran? Nun, wann wird aus diesem Eigennutzstreben, aus dieser Dynamik, wann wird daraus sowas wie Gier und wann ist diese Gier schädlich? Und ich will Ihnen zwei Fälle nennen, in denen das so ist. Der erste Fall ist dann gegeben, wenn es keinen Wettbewerb gibt. Denn der Wettbewerb, das sind die Fesseln für den Homo economicus. Das ist das, was ihn zwingt, ja? Was ihn dahin bringt, dass er das tut, was er tun soll. Wenn man diese Fesseln wegnimmt, wenn man keinen Wettbewerb hat, dann entsteht Macht. Und Macht, meine Damen und Herren, Macht korrumpiert. Und totale Macht korrumpiert total. Deswegen brauchen wir diesen Wettbewerb und wenn er wegfällt, haben wir Probleme.
will darauf nicht weiter eingehen, aber es gibt viele, viele Situationen, in denen dieser Wettbewerb nicht stattfindet, aus verschiedensten Gründen. Und wann immer es der Fall ist, haben wir Machtentscheidungen und Korruption. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, und das ist der, den ich jetzt noch ein bisschen weiter verfolgen möchte, nämlich der zweite Fall ist dann gegeben, wenn sich der Homo economicus gewissermaßen selbst im Weg steht. Und das tut er, mindestens an zwei Stellen. Erstens, seine Gier macht ihn anfällig für Ausbeutung. Und zweitens, seine Gier verhindert, dass er mit Kooperation, dass er Kooperationsbeziehungen eingehen kann. Das will ich ein bisschen erläutern. Ich will das an zwei Beispielen verdeutlichen. Das erste ist das sogenannte Ultimatumspiel. Das Ultimatumspiel geht folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Leute und die müssen 100 Euro untereinander aufteilen. Aber das nicht irgendwie, sondern es geht nach einer bestimmten Regel. Und zwar sieht diese Regel folgendermaßen aus. Der Erste macht einen Vorschlag, wie diese 100 Euro aufzuteilen sind. Ja? Der Zweite hat dann zwei Möglichkeiten. Er kann entweder diesen Vorschlag annehmen, dann wird entsprechend aufgeteilt. Ja? Oder er kann den Vorschlag ablehnen, dann kriegen beide nichts. Ja? Das ist das sogenannte Ultimatumspiel. Also der Erste macht den Zweiten ein ultimatives Angebot, hier friss oder stirb, das ist die Aufteilung, sagt ja oder wir gehen beide ohne was nach Hause. Das ist das Spiel. Was machen jetzt zwei Homo economicis, wenn die mit so einem Spiel konfrontiert werden? Was werden die machen? Das ist zunächst einmal der Erste, der eine Aufteilung vorschlägt. Ja? Nehmen wir mal an, das ist er hier. Er darf vorschlagen und er muss jetzt aufteilen zwischen meins und deins. Er muss einen Vorschlag machen. Was wird ein rationaler Homo economicus, was wird der vorschlagen? Kann ich Ihnen sagen. Der wird vorschlagen, das kriege ich und das kriegst du. Ja? 99 für mich, ein für dich. Warum schlägt er das vor? Weil er genau weiß, der andere ist auch ein Homo economicus. Und weil der andere ein Homo economicus ist, wird der sagen, Deal, das machen wir. Der wird annehmen. Warum? Weil 1 Euro ist besser als 0. Und jeder rationale Eigennutzmaximierer weiß, wenn ich 1 Euro habe, bin ich besser, als wenn ich 0 Euro habe, also nehme ich das Angebot ab. Das heißt, dieses rationale Verhalten, dieses Zweiziehenden, der da hinten dran ist, führt dazu, dass der gnadenlos ausgebeutet wird. Das ist das erste Beispiel, wo sich der Homo economicus selbst im Weg steht. Dadurch, weil er so raffgierig ist, ist er nicht in der Lage, auf diesen 1 Euro zu verzichten und dafür den anderen dazu bestrafen, dass der so ein unfaires Angebot macht. Das zweite Beispiel, Kooperation. Was ist das? Kooperation, wir kennen dieses Wort alle und wir wissen, für die Menschheit ist Kooperation was enorm Wichtiges. Ja, wir sind deswegen so erfolgreich als Menschen, weil wir im Unterschied zu Tieren in der Lage sind, weitestgehende Kooperationsbeziehungen einzugehen. Aber was ist das eigentlich, Kooperation? Und ist eigentlich der Homo economicus bereit zur Kooperation? Das kann man wiederum an einem Spiel klar machen. Dieses Spiel heißt das öffentliche Gutspiel. Es geht folgendermaßen. Stellen Sie sich vor, Sie haben 5 Homo economicis, ja, alles diese netten Kerle, und die haben jetzt jeder die Wahl, 10 Euro in 2 verschiedene Anlagen zu investieren. Entweder in eine private Anlage, und wenn in diese private Anlage 1 Euro investiert wird, dann kriegt derjenige, der die investiert hat, 2 Euro dafür raus. Also wenn ich meine 10 Euro da reinstecke, kriege ich 20 raus. 10 Gewinne. Die andere Anlage, das ist eine öffentliche Anlage, wenn ich da 1 Euro reinstecke, kriege ich selbst nur 1 Euro davon da wieder raus. Ich wechsle also nur Geld im Prinzip, kein Gewinn. Aber die anderen 4 kriegen auch jeder 1 Euro. Das heißt, letztendlich kriegen alle 5 je 1 Euro. Das ist das Kooperationsspiel. Was wird ein Homo economicus machen in so einer Situation? Naja, der wird natürlich alles in die private Anlage stecken. Also in die hier. Ja? Denn da kriegt er ja 2 Euro, hier kriegt er ja nur 1. Und 2 ist mehr als 1. Also wird er alles hier reinstecken. Was verdient er dann? 10 Euro. Wenn aber alle das tun, kriegt jeder genau 10 Euro. Würden aber alle ihre 10 Euro hier rein investieren, was würde dann passieren? Naja, dann hätten alle, würden insgesamt 50 Euro hier reingehen in die öffentliche Anlage
Also hier geben dann 50 Euro rein, ja, und an jeden kämen auch wieder 50 Euro raus. Das heißt, die würden alle 40 Euro Gewinn machen. Viermal so viel, als sie tun, wenn sie sich rational und eigennützig verhalten. Das ist die Falle, in die der Homo economicus läuft. Gerade dadurch, dass er sich ohne einen Fehler zu machen um seinen eigenen Vorteil kümmert und nur um den, kommt er am Ende bei etwas raus, wo er nur ein Viertel dessen hat, was er hätte haben können, wenn er nicht so raffgierig wäre. Ist das nicht komisch? Es ist ein Paradoxon, aber es ist etwas, in das der Homo economicus hineinläuft. Und da kann dann ein Homo economicus schon mal ins Grübeln geraten, angesichts eines solchen Ergebnisses. Okay, ich habe Ihnen gesagt, Zickzackkurs. Ich habe gesagt, die Ökonomen, wir sehen es alle als Hominis Economici. Die Frage ist, sind wir das wirklich? Sind Menschen wirklich Hominis Economici? Die Verhaltensökonomie prüft das, indem sie Leute ins Labor steckt und sich anguckt, wie verhalten die sich. Und die Verhaltensökonomie sagt etwas anderes. Sie sagt, nein, Menschen sind eigentlich keine Hominis Economici. Menschen denken auch ein anderer. Die sind altruistisch. Menschen handeln häufig nach der Maxime, wie du mir, so ich dir. Das heißt, wenn jemand nett zu mir ist, dann bin ich auch nett, auch wenn es mich was kostet. Und wenn jemand nicht nett zu mir ist, zum Beispiel so einer, der mir beim Ultimatumspiel 1 Euro gibt und selbst 99 behält, dann bin ich bereit, den auch dafür zu bestrafen, auch wenn es mich was kostet. Reziprozität ist das Stichwort. Viele Menschen, so die Überzeugung, verhalten sich reziprok. Ja? Wie du mir, so ich dir. Und schließlich, Menschen, auch das ist ein Befund der Verhaltensökonomie, mögen es nicht, wenn die Ungleichheiten zu groß werden. Sie mögen es nicht, wenn der eine ganz viel und der andere ganz wenig hat. Das ist sicher so. Wir würden nicht gerne in einer Gesellschaft leben, in der die Ärmsten kaum wissen, wie sie überleben können. Das wäre nicht schön, auch für die Reichen. Das wollen wir nicht. Wir haben eine Aversion gegen zu viel Ungleichheit. Alles das macht der Homo economicus eigentlich nicht. Der würde nicht an andere denken und für den ist auch egal, was der andere tut, und Ungleichheit ist dem Schnuppe, Hauptsache er hat selbst genug. Aber es gibt für diese Dinge experimentelle Belege. Dieses Ultimatumspiel, das ich Ihnen eben vorgeführt habe, das ist in der experimentellen Wirtschaftsforschung millionenfach gespielt und es kommt immer raus, dass diejenigen, die solche unfairen Angebote machen, bestraft werden. Menschen teilen in aller Regel fair.